Hübschen. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, Dille, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahre, ne? Dass ihr hier gewesen seid? Ja, kommt hin, ne? Ja, aber immer wenn was Neues kommt, dann kommt ihr wieder. Das ist schön. Und das ist euer Album. Erzählt da mal ein bisschen drüber. Ja, das ist unser Album Herzenssehnsucht, was wir jetzt im Oktober in Norden vorgestellt haben, wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Und ja, mal gucken, was draus wird. Mhm. Was ist denn anders an dem Album als zu denen, die ihr schon gemacht habt? Ja, wir haben mit anderen Kollegen zusammengearbeitet. Du hast ja auch wieder einen Titel für uns geschrieben. Richtig. Und das passt übrigens sehr gut bei uns, denn wir streiten uns und wir lieben uns. Mhm. Also man merkt, dass du uns schon länger kennst. Ja. Ja, und unter anderem haben wir da mit dem Volli Kramer zusammengearbeitet im Studio. Der hat viel für Nathalie gemacht. Richtig, ja. Genau. Und der hat unter anderem auch diese Herzenssehnsucht in Zusammenarbeit mit unserer Mama gemacht. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Super. Tolle Erfahrung. Wo kann man das Album denn bekommen? Ja, erstmal auf unserer Internetseite. www.marionstör.de oder bei unseren Live-Auftritten natürlich. Jo, und wo seid ihr in nächster Zeit? Wo sind wir in nächster Zeit? Wir sind jetzt am Donnerstag in Norden. Richtig. Mehrgenerationshalle. Und wir sind eigentlich Raum Norden, Ostfriesland, überall eigentlich tätig. Und die Auftritte stehen natürlich auch bei uns auf der Homepage. Richtig. Jetzt müsst ihr mir aber verraten, warum da noch immer steht www.marionstör.de. Warum nicht Marion und Sabine oder Duo Marion und Sabine oder wie auch immer? Ja, das ist ganz einfach. Ich würde mal sagen, auch ein bisschen Bequemlichkeit. Und die Adresse kannten viele, weil Marion ja eben auch früher schon gesungen hat. Ja. Und die erste Zeit war das halt so, dass sie immer gefragt haben, Marion und Sabine, wer ist das? Und dann mit Marion Stör konnten dann viele was anfangen. Ja, und so ist es dabei geblieben. Genau. Du bist nicht böse, dass dein Name fehlt. Nee, ich bin ja mit Bilder drauf. Ja. Wie das bei dir angefangen ist mit der Musik, das wissen wir. Mhm. Nämlich zum Hochzeitstag der Eltern, habt ihr ein Lied gemacht und da bist du einfach zu Marion dazugestoßen und wusstest nicht, dass es so schön weitergeht. Nee. Aber Marion, wie hat denn bei dir alles angefangen und in welchem Alter? Ja, in welchem Alter? Also ich war damals 16 Jahre alt und ich hatte Schulabschlussfeier. Und zu der damaligen Zeit war ja gerade das Lied »My Heart Will Go On« überall im Radio vertreten und das sollte ich damals auf dieser Schulabschlussfeier singen. Und da bin ich dann von einem bekannten Sänger entdeckt worden und dann 14 Tage später gleich im Studio mit meinem eigenen Titel. Und das war dein erster Titel? Dieses Herz-an-Herz-Gefühl. Aha, ist aber auf keiner CD, oder doch? Nee. Aha. Aber wir nehmen das nochmal zusammen auf, weil das ist einfach zu schade, dass die Lieder liegen bleiben, ne? Genau. Nun habt ihr zwar viele eigene Titel, ihr habt ja schon mehrere CDs gemacht. Wie ist das denn bei eurem Live-Programmen? Was gibt es denn da zusätzlich noch zu hören? Also wir haben eigentlich sehr viele Titel von Andrea Berg über Michael Wendler, DJ Ötzi. Ja, doch. Also halt auf Straßenfesten und sowas muss sowas dabei sein. Ne? Genau. Und wie lang könnt ihr? Könnt ihr ein abendfüllendes Programm machen? Wenn das gewollt wird. Also laut Lieder ja. Ja. Doch, ja. Könnten wir. Also wir machen meist immer so 2-3 Stunden Programme. Wir haben aber auch schon 5-6 Stunden gemacht. Wir haben aber auch schon 5-6 Stunden gemacht, also ja, ist alles machbar. Denn viele sagen ja, das Geld ist knapp, ist klar, aber ich möchte gerne ein abendfüllendes Programm haben und dann hapert es bei vielen Sängern. Die haben 3, 4, 5 Lieder, damit ziehen sie dann los, können 20-Minuten Programm machen, aber das reicht dem Veranstalter nicht. Aber wenn man dann so ein abendfüllendes Programm machen kann, das ist schon eine ganz schöne Sache. Ja, bloß viele dürfen auch nicht vergessen, wir sind ja keine Tanzband. Also nee, aber man kann trotzdem tanzen. Doch, eigentlich tanzen, schon. Nach unserer Musik kann man eigentlich doch tanzen. Man kann zu euren Albumliedern tanzen. Doch. Und wenn der Wendler und der Ötzi kommen, da geht auch. Richtig. Das geht auch, natürlich. Also, wenn ihr die beiden Hübschen mal haben wollt, dann müssen sie Folgendes tun. Ja, auf unserer Homepage, da steht unsere Telefonnummer, unsere Adresse, also www.marionstör.de und Stör mit O, E und H. Nicht zu vergessen. Gut.
Ihr habt doch die Chance, mal ein paar Liebe zu grüßen, weil die Mama ist jetzt ja nicht da, aber die kann Richtig. Uns ja sehen. Genau. Wir grüßen Mama und Papa natürlich ganz, ganz lieb, denn Mama und Papa liegen beide krank im Bett und wir wünschen von hier aus natürlich gute Besserung und natürlich alle Fans und Freunde, die uns gerne hören mögen. Supi. Genau. Nun habe ich ja wieder, weil ich habe Hildesheimer, das ist die Vorstufe von Alzheimer, ich habe wieder was vergessen. Was hast du denn vergessen? Euren Pokal. Unseren Pokal? Ja, beim Nordseeradio habt ihr letztes Jahr beim großen Song Contest mitgemacht und zwar beliebteste ostfriesische Künstler. Mhm. Und da habt ihr gewonnen mit dem Titel Zwei wie Sturm und Wind und den hören wir ja gleich noch. Wow, schön. Und die meisten Interpreten haben ihren Pokal schon, nun wusste ich aber, dass ihr kommt. Aha. Ja, und der schmückt jetzt meinen Schreibtisch. Ah, da steht er gut. Fein, ne? Das wäre aber noch schöner, wenn er auf unserem Schreibtisch steht. Aber ich verspreche euch, ich schicke euch den zu, ja? Das ist lieb. Aber das ist natürlich gut, weil wir gleich den Titel hören. Franz Otto Friesecke hat die Musik gemacht und Peter Diekelmann hat den Text gemacht, ne? Mhm. Richtig. Super. Zwei wie Sturm und Wind. Jo, aber vorher, da gibt es noch die Sterne der Heimat. Richtig. Geht ihr wieder rüber? Mach mal. Vielen Dank, Dankeschön. Ihr beiden. Vielen Dank. Jo.